Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play XCOM. Ja, Lutz, es geht, denke ich mal, sofort los mit unserem nächsten Einsatz. Genau, ne? Was wir vorhin so verödet haben, machen wir jetzt wieder gut. Drücken nämlich sofort auf Einsatz starten und dann geht's jede los. Jede Menge Action. Action, Action. Und ich hoffe, ja doch, eigentlich diese normalen Vernichtungseinsätze müssten wir mit der Truppe auf jeden Fall relativ gut überstehen. Ah, wir haben so viele Granaten dabei, beziehungsweise Raketen, dass... Strike One, bereit machen zur Landung. Ja... Ich sag lieber nix. Kriegen wir denn bei solchen Einsätzen überhaupt Legierungen? Die kriegen wir nur bei UFOs. Ja, also quasi die UFO-Wände und so weiter ja, sind ja, daraus. Ja. Shit. Bringt uns nix, ist eigentlich nur so ein Nerveinsatz. Ne? Ja, für unsere Monatsberatung. Eine Bewertung. Ja, von mir aus kannst du auch losgehen jetzt hier. Zacka. Lutz und ich haben uns ja schon Gedanken über das nächste Let's Play gemacht, Leute. Das dürfen wir euch noch gar nicht erzählen. Das wird richtig geil. So wie wir uns das vorstellen zumindest. Ob wir das so hinkriegen, ist eine andere Frage. Aber jetzt mal zurück zum Let's Play. Ich glaube auch, das wird cool. Ich hab übrigens eine zweite Kamera organisiert, ne? Ja, ihr werdet uns eventuell sehen. Ja, die Karte ist mir auch wohl bekannt. Die ist meistens total verseucht. Und je nachdem, es ist eigentlich egal, wie man es macht, man macht es eh falsch. Geht es nämlich sofort ab. So, jetzt gucken wir erstmal nach unseren Unterstützern. Die gehen natürlich wieder vor. Da haben wir schon einen. Mal so ein bisschen hier die Lage sondieren. Auf jeden Fall ganz viele Autos und das ist natürlich nicht so geil. Ist auch für den Scharfschützen keine so günstige Karte. Obwohl, du könntest auf irgendein Dach drauf, aber dann hast du es immer noch wahrscheinlich. Ja, das Problem, ich weiß das ja schon so einigermaßen. Also ich weiß, dass hier hinten meistens was abgeht und hier in diesen Bürogebäuden und dahinter geht richtig was ab. Und der hat eigentlich kaum eine freie Schusslinie, ne? Das ist also ein bisschen nachteilig für ihn hier. Gut, aber wir haben ja auch ausreichend Feuerkraft, um eine Schusslinie zu ermöglichen. Genau, Schusslinie kriegen wir hin irgendwie. Ja, ermöglichen Sie eine Schusslinie, ja, ich latsch schon. Ich mach das so ein bisschen aggro und ziehe die direkt da an den LKW ran. Und oft mache ich das auch so, dass ich ein Mannequin hinter dieser Mauer herführe. Das ist zwar ein bisschen gefährlich, das an einzelnen Schützen zu schicken. Nur meistens ist das so, wenn man sich jetzt hier so durchkämpft. Sicher, dass... Warte, jetzt muss ich einhaken. Ja? Sicher, dass du das mit Vrampi machen willst, weil Vrampi ist unsere Heilerin. Unser Heiler, meine ich natürlich. Ich glaube, ich gehe mit denen einfach so auf großer Front vor. Jetzt hier vorne ist wieder gefährlich. Kann sein, dass er was triggert. Nein, das ist gut. Ja, ist ja gar nicht so verkehrt, wenn der da hinten herläuft. Der kann ja immer noch zurückkommen und einen heilen. Ja, oder sag mal, wenn du so hältst, dass er innerhalb von 1, 2, 3... sich selber heilen, genau. Also ich sag mal, maximal 3 Zügen wieder zurück ist, dann... So, Scanner werfen macht irgendwie keinen Sinn. Schicke ich ihn auch ans Auto ran. Ja, da kommt der Trigger. Auch noch die ungemütlichen. Da kommt der auch so recht so weit nach vorne, der Mistsack. Ja. Jetzt sind die auch noch dran. Oh, und jetzt haben wir keine schwere Rüstung. Und, Hallo. Bleib mal stehen da. Jetzt. Da wäre erstmal viel grüne Gülle auf uns geschossen. Die ganzen blöden Autos können natürlich auch in die Luft fliegen. Boah, was ein Lack. Verflucht. Da haben wir doch einen Scanner geworfen. Aber ich sag ja, ist egal, wie du es machst. Du machst es doch falsch. Ne? Ja. Okay. So, er powert da hinten seinen Kumpel ein bisschen auf. Ja, dann geht's mal direkt los hier, ne? Wie entsorgen wir den Berserker? Das ist ja erstmal Priorität 1. Den Berserker entsorgen. Den müssen wir da weglocken. Ja, du kannst den ja hier mit allen Leuten beschießen und den immer weiter wegziehen. Das ist ja nicht so das Problem, ne? Ich behalte mir auf jeden Fall so einen Raketenschützen, behalte ich mir über, um da hinten halt noch ein bisschen Ärger zu machen. Jo. Ja, hat er schon mal getroffen, ist ja gut. Und macht hier die Einschüchterungsnummer und schafft das? Ne, macht die Sturmnummer. So, jetzt könnte man den theoretisch immer so hin und her schicken.
blöden Handgranaten, die die haben. Das ist allerübelste, echt. Aber der Berserker hat gar nichts, ne? Der dürfte nichts haben. Nee, der hat nur zwei mächtig große Klauen. Aber Vrampi hat getroffen, Mensch. Ja. Ne? So. Jetzt nehme ich mir die vor, die hier hinten können ja eh nur auf den hier vorne wirken, also sollen die den auch bitte schön umbringen. Okay. Soll ich den tasern? Bringt der was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe da noch nicht versagt. Ach nee, Vrampi hat glaube ich schon... Oh nein, da ist er in Panik. Olli ist in Panik. Ich? Komm, bring ihn um, sauber. Das kann auch passieren, wenn die in Panik sind, ne? Okay. Jetzt möchte ich was machen, was vielleicht auf den ersten Eindruck ein bisschen blöde aussieht, aber ich will ja meinen Dings, meinen Psioniker-Skill, ne? Ach, deswegen ne? Versuche ich jetzt hier irgendwie so die Rakete hinzuballern. So, da kriege ich auf jeden Fall schon mal beide rein. Ist jetzt ein Stockwerk, ne, hochgegangen? Ich bin dem Flusswind-Tipp gefolgt. Genau. Danke nochmal für den Tipp. So wie es aussieht, klappt das auch. Wir wollen das mal ausprobieren. Ich drücke jetzt mal auf Rakete abfeuern. Sauber! Wow. Die sind tot! Die ganzen Autos hat die mit in die Luft gejagt. Ja. Ja. Ich glaube, war die geilste Rakete, die ich je geschossen habe. Ach, wie schön. Guck dir das mal an. Alles brennt sauber. Neben dem Flusswind-Cut gibt es jetzt den Flusswind-Shot. Ja, auf jeden Fall. Respekt, der war nice. Ja, einzig schade daran ist halt, dass ich jetzt irgendwie meine Psionika-Fähigkeiten nicht pimpen kann. Aber ja, da finden wir schon noch Wege für, genau. So, hier hinten bauen wir kurze Deckung auf. Das ist also mit der Einzige, der es noch machen kann. Und hier der Scharfschütze. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, oh Schneeballein. Das war Reflexschuss. Brat. Kritisch, einer ist down. So muss das sein. So, jetzt gelten sie natürlich als getriggert, kommen dann nochmal wieder rangestürmt. Jetzt werde ich einfach mal, weil das sind die besten Objekte, um Psi-Fähigkeiten zu skillen. Die haben nämlich irgendwie nur 4 Lebenspunkte und wenn ich nicht irre, macht mieser Trip 5 Schaden. Kommst du denn instant. Wie weit musst du denn ran? Mit so weit, Trip? Wie der die sehen kann. Also so, wie du siehst, also hier 95%. Ja. Und auf den da hinten 75. Ich will natürlich jetzt auch irgendwie vorwärts kommen, deswegen nehme ich erstmal den, den ich wahrscheinlicher treffe. Ne? Ach so, ne, ist gar nicht. 100%. Auch 100%. Also Psi-Fähigkeiten sind eigentlich ganz nützlich. Ne? Dann grille ich natürlich erst den hinteren, weil der ist ja für die anderen schwerer zu erreichen. Jo. Mal gucken, ob er es schafft. Bamsen. Und Bams. Naja, das ist ziemlich gut. Das machst du irgendwie ein, zwei Mal pro Mission und dann wirst du halt auch in deinen Psi-Fähigkeiten ständig befördert. Das ist gut. So, wen haben wir denn da? Egge. Wer braucht denn hier noch Kills? Olli nicht. Olli ist fertig. Telefonator braucht Kills, ja. Der sieht den auch. 62-63%. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kriegt er ihn ja. Ne? Nope. Nächste Mal vorbeigerotzt. Ja, das sehe ich auch so. Gibt's doch gar nicht. So, dann darfst du Säge das mal probieren. Der schließt auch lieber da hinten die Hütte kaputt. Vrampi könnte noch. Ah, ne, guck mal, er könnte noch ein zweites Mal. Also, ich könnte auch noch. Ja. Ja, da hat er. Gut, also so weit läuft es eigentlich ganz vernünftig, ne? Kann man anders nicht sagen. Wenn wir gleich mal irgendwie so eine kurze Nachladerunde machen müssen oder was. Mhm. Wen habe ich da? Vrampi. Ziehe ich auch nach bis hierhin. Ich habe Bock mit Vrampi noch ein paar Leute zu betäuben. Das wäre natürlich ganz nice, ne? Ja, den ziehen wir mal hier vorne so ran. Und ich glaube, ich mache direkt einen Reload mit dem, da ist er ja fertig. Ja. Und dann Fluss haben wir da hinterher. Noch einen. Packen wir den denn hin? Da auf der Ecke, wo ich vorhin stand, ja. So. Okay. Es ähnelt zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung. Da kommt was, aber. Oh, schwere Schweber! Weiterentwicklung zu sein. Wieso sind die jetzt weg? Das ist ja frech. Aber wenn ich mich nicht verguckt habe, sind die hier hinten oben drauf. Dafür müssen wir uns um die kümmern, ein bisschen ein Stück zurück.
Beziehungsweise uns so aufstellen, dass wir in die Richtung Deckung haben. Nach vorne hin ist ja im Moment alles clear. Mal gucken, ob er das hier vorne schon aufklären kann. Ja, da war gerade ganz da kurz. Sind sie. Okay. Und ich behalte mir natürlich vor, mit ihm nochmal wieder wegzurennen. Das erste, was ich machen würde, ist hier mal so ein Moped einsetzen. Zumindest versuchen. Ah, kommen wir, glaube ich, nicht ran. Ne, da ist genau diese Ecke im Weg. Siehst du, da vom Haus? Ja. Ne. Dann suchen wir uns mal einen anderen schweren. Ja, den Olli zum Beispiel. Gucken, ob wir die da geschreddert kriegen da hinten. Ne, bei ihm ist was im Weg. Was soll da im Weg sein? Irgendwas ist da auch im Weg. Mhm. Der Scharfschütze kann sie beide beschießen. Der Nachteil ist, er wird maximal einen killen können, ne? Der, wenn er einen Opportunisten hat. Ja, aber man könnte den Rest in den Feldposten laufen lassen dann. Also einen killen, ja, und dann müsst, den anderen in den Feldposten. Dann laufen. Müsstest du dich aber umbauen hier vorne. Da muss ich auch ihn bewegen, weil er sonst unter Feuer genommen werden kann, ne? Okay, ja. Kann er denn da nicht seine Rakete hinschießen? Ach, der hat nicht genug Reichweite. Murks, steht zu weit weg, sonst könnte er es schaffen. Okay. Probieren wir es mal auf die altmodische. Er sieht die überhaupt nicht. Das ist ja Murks. So. Wenn ich den nämlich hier vorne hinziehe, sieht er die wahrscheinlich auch nicht. Und da hinten kann er nichts machen. Ja, verzwackte Situation hier. Vielleicht hier. Wir sehen die einfach nicht. Seltsam. Vielleicht sind die zu weit weg. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt erstmal, was wir mit dem Scharfschützen angerichtet kriegen. Wir haben ja unseren Crit hier vorne noch. Ne? Können wir den da vielleicht noch ein bisschen erhöhen auf 70? Eventuell mit doppelter Portion. Oh, guck mal. Zack, da gab es auf jeden Fall schon mal einen vor. Doppelte Portion. Da gab es schon mal einen vor dem Koffer jetzt. Mit ein bisschen Glück ist der auch direkt Geschichte. Nee. 10. Ist natürlich wieder ein schönes Ziel für unsere Psi-Attacke. Auf der anderen Seite sind die aber auch ein bisschen gefährlich. Also man sollte versuchen, die auszuschalten, wenn man es kann. Nein. Okay. Ja, jetzt kann ich halt nur noch so ein bisschen ranziehen, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass irgendeiner von denen die noch sehen kann. Also gehen die ins Überwachen. Und Handgranaten haben die hoffentlich nicht. Man könnte noch ein bisschen risikoreicher rangehen, einen hier vorne hinziehen. Mhm. Dann gucken, ob der den nicht umgebracht kriegt. Kann man einfach mal probieren. Oh, Rampi hat keine schwere Rüstung. Rampi. Und 55%. Rampi muss ich wieder rausholen. Komm, du triffst auch mal ein. Ey, das war doch ein Treffer, Mann. Das war auf jeden Fall ein Treffer. So, ja, Rampi, halt die Stellung, halt durch. Ja, er killt ihn. Nee, kann er wohl nicht. Doch, der killt kritisch verwundet. Oh, haben wir noch einen anderen, haben wir noch einen anderen Medic? Wir haben zwei, dafür habe ich ja extra gesorgt. Ja, oh, oh, da kommt auch noch was. Cyberdis! Ey, triff doch mal! Es wird spannend. Endlich passiert mal was, ne? Ja, aber ich habe jetzt noch mir jetzt gerade nicht so die Buchse voll, muss ich sagen. So. Also wir müssen auf jeden Fall Rampi zurück. Also er könnte den direkt wiederbringen. Die Frage ist nicht, ob seine Feuerkraft hier irgendwie sinnvoller eingesetzt wird. 55%. Ich kann den natürlich auch instant mit meinem Snip killen. Aber das Problem an der Sache ist... Mit dem Snip würde ich auf die Cyberdisk gehen. Genau. Genau. Schade, dass wir jetzt nicht doppelte Portionen haben. Das ist richtig übel. Ich schieße die Rakete da erstmal hin.
Da sind wir die nämlich schon wieso 0%. Oh, 90%. Der ist zwar geflankt, aber ich denke, wir schaffen das in einem Zug, das alles hier zu klären. Gut, die Drohne ist weg. So, Scharfschütze. 100% auf die Cyberdis. Können wir noch einen Crit aktivieren? Nee, der hat nichts. Zwei Züge Abklingzeit. Fünf Schaden. Wie lächerlich. Ne, den brauchen wir noch für was? Die brauchen wir eventuell. Wen können wir denn dann noch rüberziehen? Wir können ja ganz erheblichen Schaden auf die bringen. Gerade mit den schweren Waffen. Ja, dafür muss er erstmal rankommen mit deiner Cyberdisk. Aber von hier müsste den noch treffen können. Aber dann können wir die schwere Waffe nicht abfeuern. Nee, ich meine die schwere Waffe, die er in der Hand hat. Ach so. Weil wir haben ja irgendwie Schaden gegen Roboter irgendwie 100% plus. Wenn er trifft, müsste die eigentlich locker Geschichte sein. Ja, da sind weg. 12 Schaden. Ne? Mein Gott, Lutz, du bist ein Fuchs. So, und jetzt haben wir nur noch ein Problem und das ist da oben. Und den knallt der hier jetzt ab. Will ich hoffen. Hey, irgendwie 55% haben sie es da auch, ne? Ja, ne? Und wenn den jetzt mal einer treffen würde, wäre ich da echt dankbar drum. So, bitte töten Sie es jetzt. Jawohl. Ja. So, jetzt müssen wir den Kamerad Vrampi zu. Nö, brauchen wir nicht. Das war's schon. Das war, glaube ich, einer der schnellsten Einsätze, die ich hatte. Ja. Also, sauber. Ja, Ende der Mission. Ende der Folge. Alter Schwede. Aber der Raketenschuss, der war voller Burn. Der war super nice. Ja, klar. Alle Autos sind in die Luft geflogen. Wie geil. War echt spaßig. Wären es jetzt dieses Aufseher-UFO nicht zweimal durch die Lappen gegangen? Den kriegen wir gleich. So eine EMP-Kanone hätten. Ich glaube, dann könntest du sogar so einen Jäger schaffen. Schwer verwundet, ja. Ja, gut. Kann man wohl so sagen. Aber wir sind am Ende der Folge, Lutz. Ich klicke da mal eben hier, was haben wir denn hier? Alien-Legierung. Doch, wir haben ein paar Legierungen. Ach, wegen der Cyberdisk bestimmt. Die bringt ein paar Legierungen. Okay. Oh, da müssen wir überlegen, was wir gleich bauen davon. Ja, 16 das tun wir aber in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. Let's Play XCOM. Genau. Bis dann, Leute. Bis dann, ciao. Tschüss.